Ja, Holzwerkzeuge in Masse herstellen, das wird halt eine Weile dauern. Jetzt hat er sich ein Holzwerkzeug geschnappt. Ist halt blöd, dass es unbedingt Holzwerkzeuge sein mussten, die wir gegen Waffenröcke eintauschen. Weil jeder will jetzt gerade Holzwerkzeug haben, der kein Eisenwerkzeug hat. Und ja, bis du genug Eisenwerkzeuge providen kannst, dauert es noch eine Weile. Ja, unsere Bauarbeiter haben gerade auch nichts zu tun, nicht wahr? Nein. Du bist Bauarbeiter, du bist Bauarbeiter. Ja. Das heißt, ein normaler Bauarbeiter wird jetzt ein Träger. Also erstmal das. Dann bauen wir noch mehr Straßen. Da werden wir uns ja jetzt leisten können. Wir haben ja jetzt genug Steine. So. Du wirst Träger. Du bist erfahren und kannst trainiert werden. Schusterei steht schon eine Weile leer, ist okay. Oh, langsam kommen Holzwerkzeuge rein. Das ist gut. So, und du wirst jetzt Händler. Ja. Und wärst die beiden Zelte dauerhaft ab. Während unser Bauarbeiter hier fleißig schafft. Gut. Also ja, in dieser Aufnahmesession werden wir auf jeden Fall keine Armee aufstellen können. Weil es muss noch viel zu viel gemacht werden. Oh, der holt sich jetzt Eisenwerkzeug und er findet natürlich keins, weil es alle ist. Ja, du solltest jetzt erstmal gucken, dass du Eisenwerkzeuge providest und dann können wir uns wieder auf die Schmiedearbeiten konzentrieren. Wie viele Schreiner können hier arbeiten? Einer. Maximal ein Träger, aber brauchen wir nicht unbedingt. Du lieferst Holz und Bier. Oh, hier unten wurde noch Bier eingeliefert. Eingelagert. Aber ja, der Überschuss von diesem Holzfäller. Kann gut und gerne gebraucht werden. Ja, Holzwerkzeuge werden jetzt mehr. Holz ist noch mehr als genug hier da. Und hier unten ja auch. Es wächst hier auch immer wieder Holz nach.
Ja, Holznahrung, Geschirr wird jetzt geliefert und immer noch ein Bier. Oh, der Bierbrauer liefert tatsächlich wieder hier. Kann daran liegen, dass wir das Biermaximum erreicht haben. Weil ich glaube, die Kaserne kann auch nur 100 jeweils tragen. Ja, Ölfläschchen sind halt gerade wirklich nicht so interessant. Holzwerkzeuge eher. Und ja, wenn wir 9 Stück im Lager haben, oh cool, du hast ja Eisenwerkzeug besorgt. Das heißt, jetzt dürfte das mit dem Eisenwerkzeug langsam anlaufen. Oh, du bedienst dich jetzt von dem Eisen hier oben. Holz ist okay. Hier unten ist gerade kein Holz mehr. Du kannst trainiert werden. Gut. Also ja, wenn 10 Holzwerkzeuge eingeliefert sind, dann holen wir die ersten 3 Waffenröcke. Ja, wir werden das halt sehr stark micromanagen müssen, um an die Waffenröcke zu kommen. Das wird halt eine Weile dauern. Tempel steht schon eine Weile leer, das ist aber egal. Wir haben mehr als genug Öl. Und wir haben wirklich Gott sei Dank keine Frauen mehr, die in den Tod laufen. Die hier oben gestorben sind und hier gestorben sind, haben vollkommen gereicht. Ja, Lehmarbeiterzelt steht auch schon eine Weile leer, ist aber auch nicht so wild. So, du, Händler. Jo. Jo. Jo, day. Jo, day. Jo. Jo. Zwischen hier und hier. Und zwar Holzwerkzeuge für Waffenröcke. So, 3 Waffenröcke. Yay. So, dann tausche noch den einen Waffenrock ein. Dann kannst du wieder beim Holzwerkzeugabtransport helfen. Hm.
Naja, ich glaube, wir produzieren jetzt so viele Eisenwerkzeuge, dass die Holzwerkzeuge nicht mehr lukrativ sind. Was ich gut finde. Du holst dir Schuhe. Wie sieht's mit Schuhen aus? Schuhe werden wieder mal langsam knapp. Ja, ja. Kann ich Nahrung gegen irgendwas eintauschen? Nein, ich kann nur etwas gegen Nahrung eintauschen. Ich finde es toll, dass der Waffenrock gerade irgendwie hin und her geschoben wird. Was auch immer ja der Grund dafür ist. So, wie gesagt, wenn er dann genügend Eisenwerkzeug erstmal provided, werde ich ihn wieder in die beiden Gebäude zur Arbeit schicken. Du baust immer noch eine Straße. Achso, ja, hier in den Goldschmied rein. Hm. Also ganz ehrlich, wenn er den Waffenrock hier oben nicht bald absetzt, dann weiß ich auch nicht mehr. Erhöhe Wunschmenge, erhöhe Mindestbestand. Wenn ich jetzt hier sage, Mindestbestand ein, okay, dann lässt er ihn hier drin. Wenn ich hier sage, Mindestbestand ein, stellen wir das einfach mal auf 10. Trainiert werden, das ist gut. So, du baust mal weiter Straßen. Erstmal hier so rum. Haus. Hier weiter zur Straße. Von dem Haus hier runter. Und von dem Haus hier runter. Dann natürlich noch vom hier zum
Tempel.